Kannst du mir mal gerade kurz 20 Planken geben? Da. Ach so, was? Was? Danke. So. So. Ja, was? Irgendwas soll ich doch jetzt gucken, ey. Nein, scheiße. So, drei Typ noch. Hinten ist alles alle. Mir fehlen noch 4 Planken. Ja, ich brauch selber noch 3. Wofür? Eine weitere Kiste. Achso, ja, weil ich würde. Kistentechnisch erst einmal soweit alles fertig. Warte, ja, ich gebe mal gleich. Hier, Ike, liegt was, teilt ihr das mit Nico? Nico, komm her. Ja, ich bin bei dir. Danke. So, 1, 2. Okay, hört mal ganz kurz zu, da wo Daku seine alte Kochecke war. Dort ist jetzt halt sowas wie Bauzeug, Waffen, also hier, ja, Tierköpfe, Bett, Bauhammer und. Krimskrams. Ja, und so ein, und eine Kiste mit blauen Rezepten, und da, wo sonst immer halt Stein, Plast und so war, das, ich sag jetzt mal, sind die Ressourcenkisten. Halt hier. Okay. Moment, hinter Nico. Hinter dir liegt was Schönes. Hä? Unten. Dankeschön. Bitte. Ja, warte mal. Feier oben. Also wie gesagt, ein ME-System wäre schön. Oh, ja. Oder zumindest so ganz kleine, dünne Leitungen, eine Kiste, die das dann in die anderen alles einsortiert. Ja, ja. Wie... Ender-IO. Ja, wie Ender-IO beispielsweise. Ja, ja, das wär traumhaft. Für mich ist Ender-IO fast schon das bessere ME. Nee. Weil du weil du komplett kontrollieren kannst, wo alles hinkommt. Und das ist auch realistisch, weil während deinem E einfach wirklich nur Festplatten sind, ja, benutzt Ender.io wirklich Räume dafür. Das kann ich jetzt gerade nicht erklären. Ja, aber ich finde halt Festplatten. Ich meine, du hast ja in deinem PC ja auch nur Festplatten und keine. Ja, aber da sind keine Gegenstände drin. Doch, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Gegenstände. Ne, 9, 10 Gegenstände. Fällt mir jetzt richtig. Ach, ich hab nochmal 3 große Beete gemacht, Darko. Wie, noch mehr? Oh lol, du hast ja hier schon. Egal. Ich hab schon alles. Egal. So viele kann ich gar nicht bewirtschaften. Alk, ich hab noch was Schönes für dich. Ja, Moment, ich muss gerade mal. Ja, generell, wenn ihr essen, nice, dann bitte nur Fleisch nehmen, nichts aus der Obstkiste, bitte. Okay. Ich glaube, das gilt sowieso eher an Ike. Ah, so. So, das war's schon wieder mit meinen Planken.
Eigentlich kann die nicht alle noch bewirtschaften. Wir haben jetzt schon nicht genug Wasser für die. Da baut ihr hier oben doch noch so ein Sprinklerteil hin. Und die Ene hier kann ich sowieso nicht platzieren. Oh, auch immer. Oh, hier ist wir haben ja noch dieses komische. Hier ist die Antenne im Weg. Die muss ein Stück breiter zur Seite. Nico, dafür braucht man. Was? Dafür braucht man Kupfer für eine Sprinkleranlage. Wow, und wie viel? Muss ich gleich mal nachschauen, wenn ich sie finde. Hat er noch einen Samen für den Baum hier unten? Ja, oben in meinem Kissen und deswegen Pfoten weg. Weil er nicht so aggressiv hier. Ohne mich hättest du sowas Schönes da oben gar nicht. Nein, weil Nico schon wieder die scheiß Bäume abholzt. Ja, weil ich Holz brauche. Dann frag. Sehr geehrtes Darko, dürfte ich bitte ein wenig Holz von deinem Gewalt... Soll ich mich als Gegenstand angesprochen fühlen? Hä? Doch, du bist die Frau, die hier kochen tut. Ja. Oh, wenn das jetzt Mädels angucken. Oh, Hate-Kommentare, yeah. Weißt du, was ist? Ich habe auch Mädels in meiner Community. Ups. Nico, hast du die zwei Bolzen im Inventar zufällig? Welche oder die Teil? Zwei Metall? Da waren welche in den Kisten drin. Nein. Da war nur Schrott drin, aber kein Metall. Nee, vorhin war Metall drin, ja, aber ich habe keins rausgenommen. Brauche ich ja nicht mal mehr. Nee, ich hab ja, meine ich ja, Nico hat. Nein, ich habe kein Metall rausgenommen. Ich habe mein eigenes Metall gefarmt. Hier ist kein Metall drin, kann ich dir gleich sagen. Keine Ahnung. Ich habe nur mein eigenes Metall. Und das brauche ich jetzt selber. Oder wofür brauchst du das? Für den Sprenkler, damit ich euch nicht mehr das Wasser wegklaue. Ich brauche zwei Bolzen, also zwei Metall. Ja, ein Metall kann ich dir schon geben. Dann brauche ich nur eins, danke. Und das andere kann ich dir auch noch geben. Eins habe ich auch noch. Da. Ach, geil. Und wie funktioniert das jetzt? Keine Ahnung, mach dich schlau. Nee, du hast jetzt zwei Dingens von uns einfach so verbraten. Dann gibt's Popohaue. Von Alky Man. Okay, ich wäre dafür, dass wir den Dingens wieder hochmachen, den Anker. Ja, egal, warte. Ja, mir ist es eigentlich egal. Ja, dann hau raus das Ding. Dann hau raus. Hä? Okay, ich brauch wieder Holz. Und das nicht gerade wenig. Wie viel brauchst du? Nicht gerade wenig, also en masse. Ike, kannst du das vielleicht? Ich komm nicht rein. So. Ike, wo bist du? Ich bin gerade hoch. Ach da. Du möchtest leider meine Zuschauer, dass das gerade laggt. Ich weiß nicht warum. Oh Gott, jetzt geht das Tüfteln hier los. Yep. Und da ich ziemlich sicher weiß, dass egal wie ich es hinstelle, es eigentlich zufrieden machen konnte, mach Ike. Mach das Ike einfach besser. So, benötigt Wasser, dann füll das mal mit Wasser auf. Du hast ja einen Eimer. Und dass ich kein Wasser reintun kann, nur so als Nebeninfo. Doch, müsste eigentlich gehen. Nee, geht nicht. Funktioniert nicht. Hatten wir, glaube ich, schon mal ausprobiert. Ah, doch, ich weiß, wofür Kupfer ist, für die Leiterplatten. Aber selbst die brauchen wir nicht so oft.
Ich habe sogar für einen Sprengler gebracht. Da übrigens, Ike, wenn eine Leiterplatte im Spiel war für den Sprengler, schau mal, ob der eine Batterie braucht. Nein, es steht nur da Wasser rein. Und ja, da muss eine Batterie drauf. Ja, die Batterie kann man ja erstmal von dem Ding hier nehmen. Hä, eine Batterie kannst du auch gerade schnell bauen. Ich hab die jetzt mal ganz kurz von deinem Tisch geklaut. Warte, ich baue dir gerade schnell eine. Ich probiere jetzt einfach mal, ob der Süßwasser, Salzwasser auch nimmt. Das glaube ich nicht. Hä, hey, allein. Da steht allein benötigt Wasser. Ich habe jetzt aber. Ich konnte es reintun, Alk. Aber. Oh, eine große Insel. Da ist, ja, da ist keine Batterie dran, deswegen. Ach doch, jetzt. Benötigt Wasser, Batterie aufnehmen. Ja, ich bin dabei. Ich mache mir für den Fall wahrscheinlich einfach noch ein paar mehr Tassen. Oh, dann haben wir gleich wieder was für die nächste Folge. Mit der Insel. Oh ja. Ist mir gerade auch auf. Gibt's auch wieder Tiere. Oh Gott, ist die groß, ja. 36 Minuten bei mir schon. 11 Minuten. Ja, aber ich dachte gerade auch mal wieder. Aber ich mach da mal ganz kurz eine Pipi-Pause und Raucherpause. Achso, wie gesagt, was gab's bei euch heute zu essen? Bei mir noch gar nichts. Ich esse erst heute Abend Käsespätzle. Boah, geil. Und meint ihr, Darko? Keine Ahnung. Okay. Bei mir gab's heute, Dings, wie heißt das nochmal? Wir haben noch nicht gegessen, da und keine Ahnung. Anker ist gelichtet. Das ist noch ganz schön weit weg. Ja, aber ich. Nee, finde ich nicht. Ja, doch, ganz ehrlich, Nico, ein Meter ran und nix näher. Oder nix weiter entfernt als ein Meter. Ja, oder wie dann los? Ja, ich hab kein Paddel mehr. Mein Paddel ist Fujikato. Oh, wir hatten das Glibberzeug da reingemacht. Das gehört dort, wo Grünzeug und Seetang ist, rein. Was redest du bitte gerade? Von dem Glibbergedöns, was in der Steinkiste mit drin war. Ach so. Keine Ahnung. War wahrscheinlich ich. Das hat alles seinen festen Platz. Oh nee! Was? Ich habe mich nicht beschwert. Gut, passt. Ich dachte gerade, dass die Reichweite nur wirklich für das eine Beet reicht. Hättest du drei von den Dingern aufstellen müssen. Und wie weit reicht's? Bisher habe ich für zwei Beete getestet. Ja, das kommt jetzt noch. Ja, dann müssen wir noch Vogelscheuchen hier oben hin platzieren. Und Nico ist schon wieder auf der Insel. Ich hatte gesagt, das wollte ich aufheben für die nächste Folge. Achso, stimmt ja dabei. Oh. Eben, weil ich dachte, du gesagt hast, du bist schon mal 11 Minuten. Deswegen hatte ich jetzt schon angefangen mit der Folge. Nee. Und generell, wenn er beendet hat, machen wir sowieso erstmal ein Gespräch. Und ich mache eine Pipi-Pause. Hier fliegt auch wieder alles kreuz. Oh, ich hatte überall so eine schöne Ordnung drin. Wenn ich hier in die Kisten reingucke, ich könnte schon wieder sauer werden. Hinten die Netze sind auch alle leer. Oh, ey. Nico, platzierst du noch einen Sprengler? Oder baust du besser gesagt noch einen? Ja, kann ich schon machen. Danke. Darko genauso. Was denn? Wo hast denn du den Eimer hergeholt gehabt? Bestimmt nicht hinten aus der Kiste. Wie hinten aus der Kiste? Der war hier vorne in der Kiste drin, der Eimer. Ja, da wo du. Nee, nicht auf der, die zugreifst, sondern die hintere da.
Naja, es gehört, ja, gehört hier vorne rein. Weil hinten ist, was ist denn hinten? Werkzeug, Waffen, ein paar Baupläne und das Zeug, was du geangelt hast. Wie weit sind wir denn? Ja gut. Aber irgendwie fliegen die hier oben nicht auf die Nester mehr drauf, die Viecher. Die gehen nur auf die Felder. Brauchen Vogelscheuchen, eindeutig. Ich glaube, das war wirklich... Achso. Oh, eine könnte ich bauen, wenn alles gut kommt. Nein, ich brauche Altmetall. Ich kann keine bauen. Ja, hinter dir. Ja, warte, ich muss noch ganz kurz... Ich habe da schon gemeint, wie viel Metall brauchst du noch, wie viel Altmetall? Zwei. Nee, stopp, ich muss ja Nägel herstellen. Viere. So. Ups, bin ich auf dem Teamspeak. Oh, perfekt. Gut, also müssen wir noch eine da hinsetzen. Genau. Oh, läuft! Passt genau da rein! Das wird aber hier nicht passen. Egal, wir haben dort erstmal eine stehen. Die nächste, um die nächste Vogelscheuche kümmerst du dich, Darko. Du weißt dann, wo du es am besten da oben hinsetzen kannst. Oh, ich hab den. So. Das. Angeln kommen dann jetzt hier raus und kommen hier hinten rein. Jetzt habe ich Hunger. Ich Durst. Live oder? Nö. Oh, ich krieg morgen Einschulungstorte. Nein. Ist denn was übrig geblieben? Ja. Meine Ex hat extra was weggenommen, aber wenn die Folge rauskommt, ist die Einschulung schon lange Geschichte. Ja. So. Also Darko. Ja. Bist du bereit? Ich hab's eh nicht eilig, auf die Insel zu kommen. Ich bin noch nicht bereit, ich muss noch meinen Müll ablagern. Ihr könnt gerne schon mal vor, ich war ja auch bei der Alten nicht so wirklich aktiv auf der Insel. Ich hab hier ja genug zu tun. So und so. Ich muss meinen Müll gerade noch ablagern. Leute, das sehe ich jetzt erst, meine Stirnlampe ist kaputt, okay? Also von mir aus können wir. Na dann, los. Können wir. Geh rüber. Die Port. Ab geht die Port. So, da kann ich danach. Ja. Lässt du mich wieder losschweinen? Danke. Du hast dir nicht ernsthaft einen Bogen gebaut, Nico. Ach so, ich muss dann auch noch schießen. Ich dachte, das macht er automatisch. Du kannst die Pfeile aber wieder einsammeln. Jedenfalls eine Minute lang. Danach sitzt sie weg. Viel Spaß. Genau. Aber Darko, guck mal an den Himmel. Sowas ist nicht da. Was? Ich weiß. Bin ich ganz froh drüber. Das war nervig genug. Was denn? Wollen wir's Lass dich überraschen, wenn wir einen neuen finden. Okay. Oh Gott, ist irgendein Vogel wie ein Dingens? Was ist ein Vogel, ja. Ach du Scheiße. Ist das sowas ähnliches wie ein Ark, dieser Dingens? Vogel. Klauvogel? Na, gibt es ein paar mehr Vögel. Also. Ja, nee, ich meine dieser Angry Vogel. Nee, nicht Angry Vogel, sondern.
Du meinst dieses Klaufieh. Ja, dieses Hurenvieh. Ja. Nein. Der hier ist viel humaner. Oder auch nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, weil du ihn nie abbekommen hast. Doch, hab ich. Ich bin doch gestorben dadurch. Das Vieh hat mich getroffen, ich bin die Klippe runter down. Ja, gut. Ich hab zwei Mangosamen im Gepäck. Schon einmal. Ich hab eine Kiste. Kann ich erfahren, wo unser ganzer Schrott hin ist? Ja. Hat da schon wieder irgendwer von euch im Inventar? Nein, ich habe alles leer geräumt. Ich dachte, wir verbrauchen jetzt weniger Schrott und irgendwie ist gar nichts mehr da. Dachte ich auch. Bis jeder von uns au, eine Achse. Au, au, du Arschloch, lass mich los. Lässt du mich jetzt mal los hier? Ich hab richtig Bock. Ey, mitten beim Baumfällen! Ich glaub, mich hat's! Jetzt ist das Nee, oh, da ist er. Oh, scheiße. Verpiss dich! Oh, ich hab Nein! Ich hab ein Speer weggeschmissen, bestimmt! Wie kann man die ganze Zeit seine Items wegschmeißen? Keine Ahnung, wie man das schafft. Ist halt alt. Ja, das Problem ist, das scheiß Wildschwein hier oben, das lässt mich schon nicht in Ruhe. Da ist er! Hab ihn! Nee, das war Holz, hä? Ich hab ein Holz erlegt! Oh, ich bin gleich wieder tot. Ey, dieses Drecksvieh, das geht mir so auf den Pisser. Vier Kurven! Kann mich bitte mal jemand holen kommen? ich hol dich. Wie das klingt alleine, das Vieh rennt Kurven. Ist wirklich so, normalerweise rennt der doch geradeaus, wenn der anstürmt. Nee, der rennt auf immer eine Kurve und hat mich drauf. Was ist denn das? Ja, du musst. Klar rennt der Kurven, du musst halt schnell genug. Oder ich bin kurz auf, bevor er bei dir ist. Ich war eine Klippe weiter unten. Der ist einfach die Kurve rum und dann zu mir. Wo bist du? Die Insel ist nicht gerade klein. Da, wo das Wildschwein rumrennt. Toll. Ja, super Beschreibung, Alk. Wenn du vom Boot vorne an der Spitze geradeaus guckst, müsste ich irgendwo oben liegen. Oh. Ich will mich eigentlich nicht mit dem scheiß Wildschwein anlegen. Vielleicht ist es ja wieder weggerannt. Na, ich habe aber keinen Speer mehr. Nee, ganz böse, ich habe keinen Speer mehr. Ich hätte zwar noch einen Bogen mit 4 Pfeilen. Hier oben sind Wassermelonen. Aber ach, ich habe keine Bergen gesehen auf der Insel. Wortwörtlich Bergen oder rote Bergen? Rote Bergen. Rote Bären. Habe ich gefunden, habe aber keine Samen bekommen. Kriegst du nicht raus. Ich habe auch schon 5 Pflanzen auf der alten Insel abgebaut und. Hä, wo ist Eik bitte? Ich bin jetzt ganz oben sogar schon gewesen. Nee, nicht ganz oben. Wenn du vom Boot aus nach vorne guckst, diese kleine Anhöhe. Da, wo Bäume zum Abholzen sind. Jetzt sind mal Bäume zum Abholzen. Ihr seid aber seitlich dort auf dem höchsten Punkt bestimmt. Da bin ich. Bist du auf der Insel? Bist du auf der Insel oder am Wasser? Auf der Insel. Wie gesagt, wenn du auf dem Boot stehst, geradeaus, da hast du zwei. Ich bin nicht auf dem Boot! Da hast du zwei kleine Anhöhungen. Das habe ich aber vorher schon gesagt, wenn du auf dem Boot stehst. Ja, aber da war ich auch nicht auf dem Boot. Vom Boot. Oh. Ich quitte gleich hier. Ich gehe gleich zurück ins Hauptmenü, dann brauchst du das. 1, 2, 3. Ja, wieso kopierst du auch? Boah, ich habe sowieso, glaube ich, das Boot nicht, das Bett nicht hingestellt, oder? Haben wir das wieder hinproduziert? Dako, warum krepiert man wohl, wenn man Holz farmt, erstens von hinten dem Schwein erstmal angegriffen wird und dann überall wieder bergab geht? Das sieht man sogar in der Aufnahme. Es gibt. Ja, bei mir ist das Wildschwein, ich hab's Grunz gehört. Ah, ich darf bei mir darf. Ich hab. Bevor ich die Klippe runterspringe in den Tod,
versuche ich natürlich auszuweichen. Also, ich hieß die Darko und warte ab, bis die Tiere alle tot sind, kommen auf die Insel. Ja, Darko. Da. Michael, ich und bin hier? Gleich auf die Insel gegangen, als du gesagt hast, du bist tot. Oh. Hier ist eine Höhle, eine kleine. Ja, da ist meistens eine Kiste drin und da kannst du auch Sand und Lehm, wenn du eine Schaufel hast, abbauen. Nee, hier ist Erde. Ja. Und Erde brauchen wir, glaube ich. Aber für was? Für Rasen. Ja, Erde brauchen wir für Rasen. Und wofür brauchen wir Rasen? Für Tiere. Okay, nimm mit. Jetzt fehlt mir aber ein. Mir fehlt ein Metall. Dann müssen wir erstmal unter Wasser ein bisschen was farmen. Nee, auf dem Boot ist da Metall. Hä, ich. Boah, ey, ich weiß nicht mehr, was ich vorher gemacht habe. Im Grunde musst du eigentlich nur abwarten, bis es angerannt kommt. Wenn es dann stehen bleibt, schüttelt seinen Kopf, dann kannst du es von hinten abpieksen. Und das Bett ist halt in der Baukiste. Jo, ich platziere es eben. Oh, ich hab's. Erstmal irgendwo platziert, ich such dann einen passenden Punkt raus dafür. Wieso läufst du eigentlich, Ike? Ich laufe nicht, ich liege hier tot rum. Nee. Du standest bei mir und könntest normal loslaufen, so sah es aus. So. Okay. Da schmeißt er mich einfach mal weg. Ich bin geschackt. Hab was Besseres gefunden als den Eik. Was denn? Ananas. Du bist geil. Oh. So. Nicht getroffen. Ha, hat mich nicht getroffen. Halt. Ach, da ist schon ein Bett. So. Du bist nicht unbedingt der beste Zuhörer, ne? Wie denn, wenn du leckst? Nö, bei mir läuft er flüssig. Ja, bei mir halt nicht. Bei mir läuft nur Ike flüssig. Heute leckst du die Aufnahme mehr, aber das hat nicht. Schmutz! Wir haben Schmutz! Geil. Noch mehr Schmutz. Und Höhlenpilze. Ja, die haben wir schon, die kannst du Darko geben. Ja? Wie zu mir geben? Einsortieren bitte. Also Darko geben. Mag Darko? Der hat mich weggeschmissen für eine Ananas! Allein wegen diesem Spruch. Geschieht dir recht. Für eine kackbehinderte Ananas wirft er mich weg. Ich hab dich nur sanft nochmal hin abgelegt. Ich bin geflogen, das sieht man in der Aufnahme. Und bei mir sieht man in der Aufnahme, dass es so aussah, als würdest du gar keine Hilfe brauchen. Weil du ganz normal aufrecht standest. Dann sind die Viecher einfach noch verpackt. Ach, geil. So, wir können jetzt gleich endlich Erde machen. Ich meine, jetzt. Wofür brauche ich Erde? Wofür? Hat er doch gesagt, für Tiere. Ey, müssen wir. Ja, das habe ich sogar verstanden, aber müssen wir wirklich Gras hinlegen, damit die Tiere für die Tiere als Unterlage ernsthaft? Ja. Ihr müsst doch irgendwie auch fressen. Wird überbewertet. Ist doch wie ein Minecraft Sky Factory. Irgendwie müssen die Tiere ja spawnen. Endlich Schmutz. Wo ist der geile Schmutz? Erforschen. Und lernen. Gieße sie ein wenig und du erhältst Gras für deine Tiere. Aha, dafür brauchen wir Kunststoff.
Brauchst du, Nico, mir sowieso mal zweiten Sprinkler nochmal? Ja, mach ich gleich, Moment. Dürfte ich mir einen Motor bauen? Fürs Boot? Ja, fürs Boot. Hau raus. Ja? Ja, ich denke mal, das kommt uns allen zugute, oder, Vakuum? Ja. So, Moment. Ich muss, ja, doch, Scharniere wieder im Tag rein. So, Metallbahn brauche ich hier, Leiterplatten. Baut man die nochmal? Ach, die Scheiße und die Scheiße zusammen gemischt. Das mache ich auch mal gerade kurz weg. Genauso wie das. Um das dazu bekommen. Mache ich das Wasser wieder rein. Kommt die Leiter. Oh ne, da kommt ein fucking Kugelfisch an. Verpiss dich, du Kackvieh. Ach, mit denen hast du auch schon Bekanntschaft bekommen. Ah, und der, ey, jetzt kommt der Hai noch von hinten. Ey, leck mich doch am Zipperli, ja. Und ich habe einen Motor. Ach du Scheiße, ist das denn riesig. Also muss ich weiter anbauen, oder wie? Ja. Dann packen erstmal irgendwo in eine Kiste rein. Also so leicht weiter anbauen? Oh je. Also, will wer das was sehen, den Motor? Was? Ich will's gar nicht wissen, eigentlich. Was schätzt du ungefähr, wie viel angebaut werden muss? Also ich drop Dingens ihn mal. Hier, da. Ich muss unten schauen. Der Motor braucht eine 2x3 Plattform, Mike. Ja, gut, das geht doch noch. Tun erstmal in die Kiste. So, dann zum Boot, wir brauchen noch ein Lenkrad, ist ja klar. Erstmal bitte ein Sprinkler, danke. Okay, chill. Schlimm, immer diese arroganten Menschen. Nein, ich hab dich schon 30, 40 Minuten, bevor du überhaupt auf die Idee kamst mit dem scheiß Motor, drum gebeten einzubauen. Ich habe dir eingebaut und du hast nicht aufgesammelt, weil du mir nicht zugehört hast. Und erst dreimal. Nö. Doch. Hat jetzt vielleicht sogar was Gutes, dass ich dich so leise gestellt habe. Das war eine Kampfansage. Nö, ich dachte nur einfach so, im Vergleich zu... Im Vergleich zu Eike ist er halt echt ein Hundertstel von der Lautstärke. Oh, Darko, kannst du bitte mal angeln? Ich habe keine Angel mehr. Doch, zwei Stück in der Werkzeug- und. Ja, Schwamm- mit denen kann ich kein Köder angeln, Eike. Dann bau dir eine normale. Ich angel. Das ging doch eigentlich sonst ja auch immer ohne. Ja, irgendwie kommt der Hai die ganze Zeit hier angeschissen. Bestimmt, weil ich diesmal dabei bin. Wir haben genug Essen. Genau, Nico, du bist eine Frau. Warum hast du nicht deine Tage und lockst den Hai weg? Warum? Weil die erst nächste Woche kommen. Ah, oh, so ein Scheiß. Ne? Boah, ich... Oh Gott, ey. Habt ihr auf der Insel eigentlich ein Rezept gefunden? Ich habe keine Kiste gesehen. Wollt ihr wissen, was mir fehlt? Holz. Nee, Bolzen. Holz habe ich genug. Mir fehlen Bolzen. Also Metall. Ja. Ja, dann viel Spaß beim Angeln. Mhm, fuck you too. So. Hä, wieso? Ich muss ja die ganze Zeit schon angeln. Ich hab ja gesagt, viel Spaß beim Angeln, weil ich ja bisher die ganze Zeit angel. Natürlich habe ich jetzt Durst. Oh Mann, du fette Sau, ey. Okay, wieder Silberalge bekommen. Oben sind wieder Storchviecher-Dings, die sich wieder an den Beeten heranmachen. Die heißen auch Möwen. Ja, Möwen meine ich doch. Storchviecher-Dings.
So, Nico ist der Erste, den ich sehe, dann kriegt er was. Was denn? So, aufsammeln. Ich hab erstmal Durst. Oh, danke. So, Meinst einfach ja. Irgendwo eine Kiste bitte legen. Bereit für den Köder? Ich bin gerade unter Wasser und hier ist kein Hai, also... Ich hab eine Kiste gefunden unter Wasser. Noch nicht, Moment. Oh, scheiß fucking Kugelfisch, verpiss dich, ey. So, jetzt kannst du werfen. Ist schon draußen. Perfekt. Oh, jetzt ist ja alles verseucht, aber da ist die Kiste. Ike hat eine Kiste und ein Rezept. Welches? Gemüsesuppe. Haben wir schon oder haben wir nicht? Haben wir schon. Haben wir schon, wenn es zwei, viel. Naja, lieber zu viel und als, Bier. Lieber ja, zu bring viel Sachen mit. Zu wenig, genau. Ich esse sauf gerade. Ich habe zwei Silberalgen, bitteren Geschmack. Ich glaube, die kann man zum Kochen verwenden. Ja, ich habe bisher noch kein Rezept mit ihnen gefunden. Was fällt denn dir ein? Also, nee, no. jetzt sind wir richtig enttäuscht von dir, Darko. Gut, anders gesagt, ihr habt noch kein Rezept gefunden. Ich bin trotzdem enttäuscht von dir. Ich bin ehrlich, ich kann auch Kids finden, ich bin gerade unter Wasser. Da hast du aber auch das andere gefunden. Das ist gelogen. Das hat der Hai ausgeschissen. Der.